Tatsächlich eine ZIP vor vom letzten Freitag, die ist höherwertig als ein solches Führungszeugnis. Das war aber Zufall. Liebe alle, guten Morgen, liebe klare Köpfe, klarer Kopf, das ist heute nicht mehr üblich, in der Politik schlechthin die Rarität. Wir, die Alternative für Deutschland, wir kommen aus der Rarität. In allen Umfragen zweitstärkste Kraft, Bürgermeister, Landrat, bald Ministerpräsident, das ist Hoffnung. Den Signer CDU-MDB Volkmar Klein frage ich, Volkmar, wie lange willst du noch warten? Willst du warten, bis dich die Menschen mit der Mistgabel aus der Stadt jagen? Für die Mistgabel stehen nicht wir. Wir und niemand anderes in diesem Land sind die Hüter der Demokratie, meine lieben Freunde. Wir sind die letzte Bastion für Deutschland. Für deutsche Kultur, deutsche Tradition, deutsche Tugend, für Nächstenliebe, für Anstand und Ehre, für unsere Familien, für unsere Kinder, für die Schöpfung. An uns soll nicht die Welt genesen, nur an uns kann Deutschland genesen. Mein Name ist Henning Zotz, Unternehmer aus dem Sauersiegerland. In Südwestfalen war ich Manager des Jahres, Nanotechnologe und Querdenker, Patente, Innovationspreise, 2019 den Hydrogen Energy Science Award, heißt so, letztes Jahr den Ritterschlag in der Kernfusion. Ich bin so ein Wasserstoff-Hansel, wenn ich das mal so sagen darf, aber keine Sorge, sind wir hier fertig, fahre ich in einem Diesel nach Hause. Auch Wasserstoffmobilität, so wie angepriesen, wird es nicht geben. Der Verbrenner ist nicht tot. Seit 2017 bin ich in der Alternative für Deutschland, seit 2018 unserer Stiftung als im Kuratorium. Der ewige Direktkandidat Siegen-Wittgenstein, Bürgermeister, Bundestags-, Landtagswahl. Und ich bin stolz darauf. So ist der mit den 1300 Wahlplakaten in 6 bis 8 Meter Höhe, Nacht für Nacht mit den Kabelbindern in diesen Fingern steckend. In Corona waren, da steht Sotz für die Darth Vader Maske. Das kennen wir vielleicht. Das Wichtigste, und das wünsche ich wirklich jedem, ich bin Vater von 5 Kindern, ich bin auch schon 4-mal Opa. Und was sage ich immer? Ohne Kinder keine Zukunft, ohne Opa und Oma keine Gegenwart. Gruß an 3G, Grün, Gender, Gaga. Unsere Frauen und Männer, meine, eure, unsere Kinder haben einen Rechtsanspruch auf eine Zukunft in diesem Vaterland. Das Vaterland wird aber seit Jahrzehnten im Namen des Klimaschutzes zu Asche verbrannt. Nicht mehr tanken, nicht mehr heizen, im Discounter nicht mehr bezahlen können. Das ist das beste Deutschland aller Zeiten. Nicht Russland, sondern linksgrüner Politsumpf brockt uns das ein. Corona-Politwahn. Im Hochsauerland ungeimpft und ungetestet des Waldes verwiesen. Das ist kein Witz. Im Wildwald Vosswinkel 3G. Genau nachzulesen auf henningzotz.de. Für unsere Kinder in Siegen eine Ersatzschule gegründet, Spuckteststellen eingerichtet, etliche Menschen aus der Ausgangssperre herausgeklagt. Und ich war der Weihnachtsmann für 60 Kinder am Siegener Kornmarkt. 24.11.2021, Unternehmer Zotz hat das 3G-Gebot der Regierung nicht befolgt. Zotz hat 3G im Unternehmen verboten. Testverbot und Maskenverbot am Werksgelände inklusive. Die Pandemiebehörden brauchten einige Zeit, um das zu verdauen. Im Frühjahr 2022 kam dann ein Bus mit Uniformierten von der Bezirksregierung. Den armen Teufeln habe ich eine Dreiviertelstunde lang den 28b Infektionsschutzgesetz erklärt. Die wollten danach nicht mehr eine Betriebsbesichtigung machen. Die wollten nur noch sich mit ihren Kaffeetüten im Gesicht wieder in ihren Bus falten und sind wieder nach Hause gefahren. Kein Bußgeld, gar nichts. Man kann das machen. In Siegen habe ich mit Nicole Höchst, Guido Reil, Harald Weil, Stefan Keuter und Joachim Wundrak das Wahlkampfzelt stundenlang durch die Stadt getragen. Wir haben an die 1000 Leute auf die Straße gebracht, jedenfalls mehr als der DGB zum 1. Mai. Corona-Polit wurde immer schlimmer, also mussten wir aufs Auto umsteigen. Nächste Woche, jetzt am Samstag, fährt der 31. Autokorso Siegen. Beim letzten Mal ist er auf 1TV mitgefahren. Aus 9 Dachlautsprechern, jedes Fahrzeug hat 5, tönt unter anderem die Forderung Wohlstand statt Haltung und Propaganda. Die Siegener Zeitung nennt das demokratiefeindlich. Da sitzt der Staatsfeind offenbar im Verlagshaus. Ein weiterer Ruf lautet, keine Genderberatung oder Hormonblocker für unsere Kinder. Kinder weg, Finger weg von den Kleinsten, Finger weg von der Schöpfung.
Noch einer. Wissenschaft und Experten. Schluss mit der Prostitution von Forschung und Lehre. Gender-Lehrstühle einstampfen. Kein Gaga-Studium auf unsere Kosten. Einer geht noch. Sie wollen uns das Bargeld nehmen. Per Knopfdruck Existenzen auslöschen. Die absolute Staatsmacht. Spätestens damit sind wir in der EU angekommen. Europa ist uns teuer. Der singende Italiener, der verliebte Franzose, der Ungar mit Zigeunergulasch und der dieselfahrende Deutsche. Das ist Vielfalt, wie sie brauchbar ist. Mit dem EU-Parlament hat das nichts zu tun. EOP erscheint als kraftloses Feigenblatt für eine vollständig antidemokratische Lobbyveranstaltung. Zitat Carsten Jahn. Entschuldigung, Abschaffung unserer Lebensgrundlagen, gnadenloser Sozialismus und Planwirtschaft, Vernichtung Automobilindustrie, Vernichtung Stahlindustrie. EU steht für die große Transformation. Wie stellen wir uns das vor? Wir fressen fortan Käfer und Algen, schicken bunte, nackte Männer in unsere Kindergärten. Nationalflagge war gestern, heute nur noch dumme Regenbogenlappen. Wir rufen die Gender-Gaga-Haltungsunion aus. Der Rest der Welt wird uns sicher wieder drum beneiden. Aus dem Urlaub, falls nicht wieder Pandemie ist, bringen wir Plastikstrohhalme mit. Trinkhalme aus Pappe oder Nudeln verderben den Geschmack, des Messer aus Holz schneiden nicht. Fachkräfte wissen das. Es hört sich lustig an, kostet aber unsere Freiheit. Nicht lustig, dass zum Migrationspakt 2018 in Marrakesch zwei jungen weißen Frauen bei lebendigem Leib der Kopf abgeschnitten wurde. Wenn es noch widerlicher, ekelhafter und abstoßender geht, dann wieder das Verschweigen und Vertuschen der Hofschreiber. Resettlement. Resettlement ist rücksichtslos, brutal, unmenschlich, illegal und tödlich. Die Folgen erleben die, die schon länger hier leben, jeden Tag. Niemand hat dafür demokratisch abgestimmt, niemand hat uns gefragt. Aber wer würde einen Goldtransport ablehnen? Die Alternative für Deutschland, wir lehnen das ab. Korruption und Verlogenheit, Klimawahn, Gesundheitswahn, WHO-Verträge vielen, und die aggressive Politik gegenüber Russland. Letzter Satz. Wir sorgen dafür, dass Deutschland wieder eine Volkspartei bekommt. Es ist niemand mehr da außer uns. Ich bin auch dabei für jede Aufgabe, die sich bietet. Vielen Dank. Vielen Dank.